Nabe die Füchse da draußen und willkommen zu diesem wunderschönen Mittwoch. Oh, scheiße. Ich begrüße euch recht herzlich hier zu Mordhau. Wir machen heute ganz im Zeichen des Steam Summer Sales ein bisschen Mordhau statt Resident Evil. Ist jetzt nicht so, als würde ich mich drücken wollen oder so. Nee. Es geht einfach nur darum, Team Corgi weiter nach vorne zu helfen. Und deswegen, solange der Steam Summer Sale ist, werden wir uns mal Games widmen, die da Punkte bringen. Und deswegen spielen wir heute Mordhau. Ich habe selber noch nicht gespielt, das ist für mich komplett neu. Jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, was ich hier gerade mache. Ich trinke ja traditionsmäßig immer meinen Kaffee während des Streams. Und tatsächlich, während ich mich gerade so ganz gemütlich in die Küche begeben habe, um mir einen Stream-Kaffee vorzubereiten, habe ich schön von meiner Vollautomatenmaschine diesen Wasserkasten da rausgezogen, um ihn zu füllen, weil er leer war. Stopf ihn dann wieder rein und das Ding erkennt nicht, dass der Wasserkasten wieder drin ist. Ja, deswegen konnte ich dann keinen Kaffee machen. Ich habe dann zwar ein bisschen rumgefummelt, aber ein bisschen Zeitdruck. Also habe ich dann sehr spontan und schnell meine Kaffeemühle rausgeholt, habe eben schnell noch einen Kaffee gemahlen, den brühe ich gerade hier noch auf und ich muss jetzt eben den Kaffeefilter beiseite stellen. Das ist auch noch so ein Metallding, was man eigentlich sofort reinigen sollte. Das heißt, ich werde mich freuen, nach dem Stream dann diesen Filter zu reinigen. Und vor lauter habe ich auch gar keinen Löffel mitgenommen. Zum Glück sieht man es ja nicht, oder? Kann man sehen? Nee. Ich will nicht sagen, womit ich gerade umrühre. Es geht euch auch nichts an. So, aber man muss auch mal einen Bleistift benutzen. So. Ja, jetzt habe ich hier schön handgemahlenen und handaufgebrühten Kaffee. Mal schauen. Ich nehme euch gerne mit auf diese kulinarische Reise. Mal schauen. Ja, da werde ich nicht einschlafen. Ich habe jetzt einfach mal so, ich habe es natürlich jetzt auch nicht so grob abgemessen oder sowas. Ich kenne die Kaffeesorte auch noch nicht. Ist auch noch neu. Einfach mal reingeballert da in diese Mühle und gemacht. Ja, hat Druck, würde ich sagen. Kann losgehen. So, ja, jetzt also dann. Willkommen. Wer ist denn alles schon da? Der Elite Dragon, Grüße gehen raus. Robby, nein, du warst Zweiter. Schwabi, moin. Kissen, ja, der Kissen ist gerade. Das ist hin in der Ecke, du. Da bleibt er jetzt auch erstmal. Ich stehe jetzt nicht auf. So. Wir checken jetzt erstmal, was wir machen müssen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich habe dieses Spiel noch nicht gespielt. Aber ich weiß, das ist wie Battlefield, nur mit Rittern. Also man kloppt sich, also mit dem Schwert die Kloppe ins Gesicht rein und so. Ich sehe schon, die Maus wird gerade nicht aufgenommen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich denke, geht auch ohne Mauscursor. Ich denke nicht, dass der wichtig sein wird. Ihr seht jetzt nicht, wo ich hinklicke. Aber ihr seht hier oben. Ach doch, der Mauscursor ist da. Ich nehme alles zurück. Mauscursor ist dabei. Läuft. Ja, ich konnte auch den Ton nicht justieren. Das heißt, wenn es gleich irgendwie zu laut oder zu leise ist, sagt mal Bescheid. Ich guck mal so nebenbei hier so ein bisschen auf die Anzeige. Aber kriegen wir hin. So. Okay, jetzt geht's los, würde ich sagen. Ja, kämpfen, würde ich mal sagen. Training. Wir fangen erstmal mit dem Tutorial an. Weil ich keine Ahnung habe. Complete and earn a non-time reward of 2500 Gold. Alles neu heute. Das ist ja super fancy. Heute richtig die Gönnung, sag ich mal. Ich habe nur echt ein bisschen Angst, wenn jetzt dieses Apparat kaputt gegangen ist, ne? Dann das geht nicht. Der darf nicht kaputt gehen. So, take approximately 15 minutes. Ja, dann mal los. Mordhau, Alter. Tutorial geht raus, würde ich sagen. Du aber regelt. Ich mach's jetzt nur noch so. Hat jetzt auch nicht viel länger gedauert. War aber etwas anstrengender, ne? Muss ich noch meinen Wasserkocher mal eben zur Seite stellen. Look at what the cat dragged in. You two look absolutely hopeless. Go on. Flawless, meinst du? This is the place where I'll teach you how to fight without stabbing yourself in the process. Ja, ist doch schön. Oh, ich glaube hier. Tatsächlich, oh, wir sind auch ein bisschen nackt, du. Man ist auch ein bisschen nackt, man muss auch mal ein bisschen. So geht man in die Schlacht, weißt du, so ohne Klamotten, oberkörperfrei, Nippel vorweg, ne, so rennt man in die Schlacht. Ich muss mal eben gerade die Bewegungsunschärfe ausmachen, die ist so für Stream immer kacke. Wo ist denn das hier? Video. Wo ist denn die Bewegungsunschärfe? Bildrate, Gamap, irgendein Kroms. Ja, Bewegungsunschärfe, mach mal weg. So, und dann hatte ich mir das Sichtfeld hochgemacht. Tatsächlich ist 75 aber ausreichend. Das ist doch etwas. Na, so ist angenehmer. So, jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Drücke P, um zwischen der Ego-Perspektive und der Drittpersonenansicht umzuschalten. Wie ist die Lautstärke? Frage für einen Freund. Ist gut oder ist zu laut? Dass wir das schon mal klären. Oh, sehen wir nicht fancy aus? Du, guckt euch mal unsere Frisur an. It's quite enough sightseeing for now. Eyes on me, you two. Okay. This is a real battlefield, but don't be alarmed. We're perfectly safe at the moment.
Oh. Well, I suppose that moment is past. Where's your sword, recruit? Jetzt sind wir nur noch einer. Drücke 1, um deine Primärwaffe auszustatten. Das mit dem nackten Kämpfer erinnert mich an deine Story bei Dark Souls. Ja, du, man muss auch mal nackt durch die Gegend laufen. Drücke die 1, um die Primärwaffe auszustatten. Okay, you gotta swing that thing around, so let's get right down to it. Hit that dummy 3 times. Alles klar, drücke die Left-Maus-Button, um einen Angriff auszuführen. Das ist doch nicht so ganz übersetzt, habe ich das Gefühl. Nice. Mann. Do another. Oh, immer drauf, doch. Enough. Single okay. Attacks are good, but you often want to follow up with a combo. To do this, perform a new attack before you are finished with your current attack. Show me a combo hit on that dummy. Drücke Left-Maus-Button, um einen Angriff auszuführen. Drücke Left-Maus-Button erneut, um einen Nachfolge-Combo-Angriff in die Warteschlange zu stellen. Du kannst den Trainer schlagen. Den juckt das nicht. Rob, wieso glaube ich dir nicht? Okay, er sieht ein bisschen arg verletzt aus. Alter! Ist ihm einfach egal. Okay, er sieht unglücklich aus. Ist so ein paar tiefe Wunden, aber läuft bei ihm, würde ich sagen. Nadinchen, Grüße gehen raus. Was macht der Server? Ich habe den jetzt neu gestartet, musste mich ein bisschen beeilen, weil ich mir noch Kaffee machen musste, weil meinem Vollapparat-Ding kaputt ist. Der hat gerade den Geist aufgegeben. Hallihallo, ich hoffe, ihr lebt alle noch nach dieser Hitze heute. Heute ging es bei uns tatsächlich, gestern war es schlimmer. So, jetzt wollen wir mal eben so einen Kombo-Angriff auf diese Figuren machen. There we go. You have your stamina while attacking. Missing will drain it. If you run out of stamina, you will not be able to combo, which can put you in a bad spot. Now I will teach you how to defend yourself against attacks. Alles first, klar. Rechte Maustaste. Show me you can hold a sword in front of you. And you didn't even hit yourself with it. Well done, recruit. Now parry 3 of my attacks to show me that you're not completely worthless. Oh, warte. Oh, oh. So viel dazu. Oh, ich bin zu früh, ich muss das später machen. Again. Jau, läuft doch. One more. Man muss erstmal Timing drauf kriegen. Good. Yo, oh, sorry. You quickly time your attacks after a parry. You will perform a riposte. A quick follow-up attack that will catch your opponents by surprise. Timing is crucial. You must perform the attack slightly before or exactly at the time of the block. Parry my attack and perform a riposte. Okay. Was ist das? Oh, warte mal. Drücke die rechte Maus, um zu parieren. In dem Moment, wenn der Angriff deines Gegners geblockt wird, oder kurz davor, drücke rasch die linke Maus, dass du meine... Ah, da. Das war's, glaube ich. Oh. Also läuft ja gut. Excellent report. Ah, da, okay, Alter. One more thing about parrying. It only lasts a short while. The way you turn your hips can make your weapon hit sooner or later. This can be used to great effect to throw off your opponent's timing. Try to block 3 of my strikes as I turn in and out of them. Good. Oh, kacke. One more. Dreh dich durch die Gegend. Very good. Läuft, sure Alter. You have the stamina to perform a parry. Otherwise, you might end up losing your weapon. Here, I'll show you. Parry my next attack. Ow! Ha! Like stealing candy from a baby. Not your butler. Go and get your weapon back. Ach so, ja, warte. Ich wollte einfach mal ein bisschen hauen, ne? Zieh auf das Objekt und drücke E, um es aufzusammeln. Falls du keinen Inventarplatz frei hast, drücke G, um den gehaltenen Gegenstand fallen zu lassen. Man hat ein Inventar? Seine Lehrmethoden finde ich super. Blockiere ordentlich oder Koffer. Übungsschwert gibt's nicht. Nee, man, hier wird direkt mit der richtigen Waffe. Wenn du es nicht hinkriegst mit der richtigen Waffe, dann bist du es eh nicht wert. Dann, ne? Let's see if you can do more than just mindlessly flail around with that weapon. We will start with a simple horizontal strike. Alles klar. Chop that stick up with 3 horizontal slashes. So, warte. Bewege die Maus leicht nach links oder rechts und drücke den linken Maustaste, um einen horizontalen Angriff auszuführen. So lernt man besser, denke ich. Ich wollte sagen, es steht halt auch mehr auf dem Spiel. Ne? Wenn du dann dieses richtige Gefühl hast, dass du draufgehen könntest, dann ist es einfach intens. Ja. So, los geht's.
Good. One more. Nicely done. Nicely done. See how you perform an overhead attack next. Okay. Chop the ugly punk in and off with a downwards attack. Okay, bewege deine Maus leicht nach oben und drücke den linken Maustaste, um einen vertikalen Angriff auszuführen. Alles klar. Good job. Next we have the stab. Das war vertikal. It's an attack that allows you for precise hits. Stab that cabbage over there. Ich will das kaputt machen. Ich will diesen Kürbis kaputt hauen. Nein. Warte, warte. Gib schon näher. Ich will diesen Kürbis. Er geht nicht mehr kaputt. Also das hat mich jetzt nicht wirklich befriedigt. Das wäre schön gewesen, wenn er so in der Mitte einmal... Ne, das wäre cool gewesen. So, drücke Wheel Up, um einen Stichangriff auszuführen. Okay, das ist einfach... Oh, hier, geil. In den Kopf rein. Man muss das Mausrad nach oben rollen, um eine Stichattacke zu machen. Das ist ja abartig. Nice farming, Recruit. Ja, danke. Most weapons have an alternate mode of use. The longsword you're using can be held in the Mordhau grip mode, which increases damage against armored foes. Go on and change into the Mordhau grip. Drücke R, um den Waffenmodus zu wechseln. You don't move that man, eh? Now smack the helmet off that dummy with an attack from the Mordhau grip. Warum macht man das? Warum macht man das? Das kann doch nicht. Okay, drücke die linke Maustaste, um einen Angriff. Oh. Excellent. We don't need that dummy anymore. Kick it over. Wie kick ich denn? F zum Treten. Bam, tschüss, Digga. Rest in peace, Robert. Kicks cannot be blocked by a parry, so they're an excellent way to mix up your offense and get pesky ruffians out of the way. You can defend yourself against kicks by performing a kick yourself. Okay. Block two of my kicks by kicking right before I hit you. Okay. Good block. Another. Alright, alright. You've got the hang of it. Sometimes it's a good idea to cancel an attack before it's fully committed. This can trick your opponents into parrying early. Okay. You can only cancel an attack before it's fully committed. So don't wait too long. Get around my defense three times by tricking me into parrying. And then hit me for real. Drücke linke Maustaste, um den Angriff zu starten. Drücke Q, um die anzutäuschen, abzubrechen. Drücke 9, um die Tutorial-Aufgabe zu überspringen. Die gehen schon davon aus, dass ich so kacke. Das kriegen einige nicht gebacken. Wenn du das nicht hinkriegst, dann verzweifle dich, drück die 9, dann, ne? So, also drücke die linke Maustaste, um einen Angriff zu starten. Daraufhin Q, um diesen anzutäuschen, abzubrechen. War doch gut. Überliste zuerst die Parade des Ausbilders mit einer Finte. Und triff ihn daraufhin mit einem echten Angriff, okay? Well played. Sneaky. Ja, du siehst ein bisschen blutig aus. Der opfert sich sogar richtig auf. Dem ist das scheißegal. Dem kannst du den Kopf abhauen. Der macht alles fürs Training. Das wird gleich abgebunden da, hier diese kleine Fleischwunde. Und dann ist das wieder in Ordnung. Gar kein Problem. Well done. Another way to trick your opponent into parrying early is to perform an attack morph. You can only morph from strike to stab or vice versa. To perform a morph, start an attack and then start another attack shortly after. This will morph the original attack into the new one and throw off your opponent's sense of timing. Get around my defense three times by tricking me with a morph. Also, du kannst jegliche von einem Schwung in einen Stich oder umgekehrten morphen. Jegliche was? Da irgendwie, also diese Übersetzung, da müsste ich noch mal ein bisschen beide, die ist noch nicht geil. Drücke die linke Maustaste, um einen Schwung auszuführen. Daraufhin das Mausrad nach oben drehen für einen Stichangriff. Dies verwandelt deinen Schwung zu einem Stich. Du musst aber schnell genug sein. Okay, warte. Well played. Snakey. That's enough. Das ist ja mies, I'll show you an advanced maneuver called chambering next. Instead of parrying, you can mirror my attacks with your own attack. If you do this just before the attack hits you, it will act as both as a block and a counterattack. You must master type of attack to successfully chamber. I will perform a left horizontal slash, which you must counter by performing a right horizontal slash just before I hit you. Get ready! Was soll ich machen? Führe einen rechten Schwung kurz bevor du getroffen wirst. Achte das Timing nicht zu früh oder zu spät. Oh.
Wie soll ich das denn machen? Das ist krank. Führe einen rechten Schwung. Wie mache ich denn einen rechten Schwung? Mache ich die ganze Zeit einen? Ja. Das dauert doch viel zu lange. Ja! Das war doch gut. Einmal hat's geklappt. Also einmal klappt es. Junge, ich will das Tutorial abschießen. Los, komm. Das ist ja gruselig. What am I supposed to do? Upsala, zu früh. Das ist ja kacke ohne Ende. Los jetzt. Ups, ein bisschen zu früh. Oh, sein Gesicht. Auch ein bisschen zu früh. Nee, zu langsam. Das ist ein wenig schwierig, wie du eventuell schon bemerkt hast. Ja, das ist wirklich widerlich. Ich weiß ja nicht mal, ob ich richtig jetzt einen rechten Schwung mache. So mache ich einen rechten Schwung, okay. Zu spät. So, das war doch gut, oder nicht? War doch gut, oder nicht? Zu früh? Warte. Wieder zu früh, wenn er das Schwert bewegt. Los, komm schon. Wieder zu früh. Zu spät. Yo, das muss doch zählen. Was muss ich denn machen, bevor es mal gebrauchen wird? Achte auf das Timing. Nicht zu früh oder zu spät. Ich schnall's nicht, Mann. Ich schnall's nicht. Ich schnall's nicht. Ja, war doch wunderbar. Nochmal. Ich finde das geil. Zu früh. Zu spät. Zu spät. Sehr gut. Sehr gut. Zu spät. Das scheint nicht der rechte Schwung zu sein. Das ist der rechte. Warte, warte, warte. Zu spät. Oh, zu früh. Zu spät. Alter, das ist ja fürchterlich. Komm schon, Digga. Ja. Wie oft muss ich das denn machen? Das war doch geil. Rob, mach ich was falsch oder was? Du bist der Experte. Für mich sieht das gut aus, was ich da mache. Ich treffe sein Schwert. Da, ist doch geil. Upsala, das war zu früh. Kurz bevor dich sein Angriff trifft. Nicht, wenn er die Attacke an... Achso. Ach du Scheiße. Outstanding. Alter. Okay, das ist ja widerlich. Stabs are easier to chamber than strikes. All you need to do is perform a stab just before you get it. No need to merely attack. Get ready. Was? Ich hab nicht zugehört. Führe einen Stich kurz bevor du getroffen wirst aus. Achte auf das Timing. Okay, warte. Oh, Moment. Zu früh. Zu früh. You're getting good at this. Yo. Apply all that you have learned and land 5 strikes on me. But this time I won't hold back. Ja, mach mal ruhig. Alter. Ja.
Alter, das ist ja widerlich. Alter! Ich ahne da Schlimmes. Vergiss mich mal. Nice! One more! Top notch work, recruit. You know how to fight. Follow me. It's time to play with some new toys. Ja, endlich was Neues zu spielen, ey. Was haben die gesagt? 15 Minuten soll das dauern? Die haben ja nicht mit mir gerechnet. Ich bin ein bisschen. Das dauert alles ein bisschen länger, ey. Das dauert alles ein bisschen länger. Oh, wo rennt er denn nun hin? Er rennt hinauf. Pick up that ball. Also, warte mal, ich mach mal Folgendes. Ich muss eben kurz einmal hier die Vorschau ausmachen. Die macht mich kirre. Ihr seht immer noch alles, oder? Ist alles noch nice and dandy bei euch, ne? Alles cool. Pick up that ball. Welcher Ball? Ziele auf das Objekt und drücke E, um es aufzusammeln. Falls du keinen Inventarplatz frei hast, drücke G, um den gehaltenen Gegenstand fallen zu lassen. Dieses Ding hier? Oh ja. That's the first pickup line that worked for me in a long time. Alright, now hit the closest target 3 times. Okay, drücke und halte die linke Maustaste, um den Bogen zu spannen und lass los, wenn du bereit zum Feuern bist. Falls du keine Munition mehr hast, kannst du diese bei der Munitionskiste zu deiner linken auffüllen. Geil, guck mal ruhig ran, du. So, mal sehen, ob wir unsere Skills von Heinrich mitnehmen können. Upp. Inner Circle. Geil. Bullseye. Ja, Leuchtdunkler. Bullseye, Alter. Inner Circle. Well, well, you're not blind after all. I want some real shots now. Hit that medium range target 3 times. Mhm. Geh los, ey. Medium range. Far outer circle. Oh, ganz äußerer Kreis. Ein bisschen hoch hier. So. Inner Circle. Yo, gleich haben wir noch Bullseye, sag ich das. Warte. Bisschen höher noch, so. Oh, outer circle. Das war knapp. Er wurde ein bisschen nervös so. Want to prove me wrong? 3 hits on the far target. Alles klar. Lass mich mal ein bisschen hier. Jo, Alter. Inner circle. Ja. Das läuft, würde ich mal sagen. Das läuft ja. So. Far outer circle. Ah, knapp du. Das geht noch besser. Das geht noch besser. So. Inner circle. Okay, I admit, you're a natural. However, what separates a true marksman from a talented amateur is the hands test. Are you ready for the hands test? Der Hans Test? Hands! Soll ich den treffen oder was? Alter. Ich kann doch nicht auf. Ich kann doch nicht auf Hans schießen, Alter. Splendid shot. Don't worry, Hans will be just fine. He's at worst. Follow me, I have a surprise for you. Alles klar, also Hans ist es gewohnt. Der wird öfter jemand als Zielscheibe benutzt, ist cool. Ich folge ihm. Hopefully you're not afraid of horses. Pick up that lance. Du, gar kein Problem. Ich nehme mal die Lanze hier, du. Lance is useless on foot, but it is devastating on horseback. Now hop onto the horse. Ich, das ist ein männliches. Okay. Hans was kind enough to replace the archery targets with some dummies for us. Hit each of those targets with a couch lance charge. Drücke F, während du schnell reitest, um einen gestützten Angriff zu starten. Triff die Dummies mit einer. Oh Gottes Willen. Wo sind denn hier Dummies? Da. Ach du Scheiße. Alles klar, geht los, Leute, geht los! Jawoll! Oh, das war doch schon mal, den ersten habe ich doch mal direkt weggemeddelt. Das war doch schon mal gar nicht so schlecht. Und bams! Oh, was denn? Das war doch optimal, Alter, war doch optimal. Lanze, bams! Jawoll, Alter. Angriffsmodus, bams! Ey, das schockt ja richtig. Okay, das Bock, das ist irgendwie cool. Lanze raus! Hans would be proud. Now quit horsing around and get off that stage. Das ist gut, Alter.
Der Rheinscheiß ist wieder da. Metal, Junge. Metal on. Gibt's da auch Drachen? Ich glaube nicht, du. Ich glaube nicht. Die Drachen, die sind nur in einer schaurigen Burg. Interessantes Game. Erst den Ausbilder grundlos verkloppen und jetzt machst du Jagd auf Menschen. Auf Hans. Aber Hans ist das gewohnt. So, steigen wir mal vom Pferd ab. Follow me. It's time I teach you some siege engineering. Doch, klar. Gib mal her, du, die Siege Engineering Kisterei. Du, ich bin bereit. Immer bereit. Lautstärke dann soweit okay. Ich habe jetzt noch nichts anderes gehört, aber ihr hört alles. Alles gut. Frage nur nochmal für einen Freund. So. Will ihr, dass ihr euch auch wohlfühlt? Ist euch auch so warm wie mir? Also das Problem ist, es ist halt insgesamt warm. Und durch dieses Spiel ist meine Grafikkarte gerade ein bisschen am Leiden. Und die zeugt dann auch eher Hitze. Ich soll mir eine Axt organisieren. Alles klar. Ich drücke erstmal G, um diese... Jo, genau. Ich hole mir eben die Axt, ne? Schlag ins Gesicht! Schlag ins Gesicht! Okay, nehmen wir die Axt. Take down those doors. Alles klar. Okay. Ah, ordentlich nochmal drauf. Hauen da auf das Kackding, Alter. Geht nicht kaputt. Now do the other door. Naja, ich mach die mal. Wenn wir dabei sind, dann hauen wir die auch alle weg, ne? Die Türen müssen entfernt werden. What's the matter with you two? Does this look like the place to apply for the Lumberjack Guild? That's my own work you're chopping down. Entspannen. Wow! And build it all back up to how it was. I do what he says. He seems angry. Ja. Ich würde auch sagen, er ist ein bisschen aggro, würde ich sagen. Spiel die Laude. Die Laude. Ich habe schon gelesen in den Achievements, dass es eine gibt. Guck mal, wie schnell man das einfach aus dem Nichts wieder auferstehen lässt. Ja, ist doch gut. Bau doch schon wieder auf. About time. The shit I'll have to deal with. Unbelievable. We better leave now. Come. You know, if you just open the door. Man kann Türen natürlich auch einfach so öffnen. Okay, okay. I know she ain't much. Definitely can't launch 90 kilograms of projectiles over 300 meters. Nice. Be nice to her, okay? She's a good girl. Good girl. Ziele auf die Hinterseite des Katapults und drücke E, um es zu bedienen. Those yellow flags look suspicious. Take out that closest yellow flag with a well-aimed shot. Okay, geht los. Oh. Beautiful. Remember, you can always push the catapult a little closer. Once you're in position, take out the middle one. Mal gucken, ob das schon reicht. Nee, müssen noch ein bisschen weiter. Wir sind noch nicht nah genug. Nochmal nachladen, bitte. Nachladen. Laden Sie jetzt nach. Nee. Das ist ja fürchterlich. Ich muss noch ein bisschen näher ran. Was hat denn nun? So geht das aber nicht. Verwenden Sie... Ach, die Schussweite zu erhöhen. Ah. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Hoppala. Okay. Geht da noch mehr? Mal sehen, ob das jetzt reicht. What a spectacle! That one far out there. Can you hit it? Ganz weiter hinten. Race Fox, Grüße gehen raus. Oh! Ich hab deine Vögel noch, Mann. Alter, die sind immer noch bei mir. Aber denen geht's noch gut. Denen geht's noch gut. Wir ziehen mal so weit durch, wie geht. Würde ich sagen. Und dann ballern wir einfach mal rauf da. Great! Oh! Oh. No. You took down the enemy siege tower. We were supposed to be in a ceasefire. They are going to retaliate. Get back into the camp, soldier, and report for duty. Mhm. Reporting for duty. Tutorial abgeschlossen. Zurück zum Hauptmenü. Ja, ich würde sagen, jetzt sind wir bereit. Du kannst auch losgehen, oder was? So. Ich habe auch mal wieder hierher geschafft. Ja, freue mich. Ich freue mich immer, wenn Artemis dabei sind. Ja, stimmt. Die Vögel. Da war noch was. Keine Sorge. Geht mal los. So, kämpfen. Was haben wir denn da? Battle Royale? Es gibt einen Battle Royale Modus. Horde. So, ich nehme alles. Egal was. Was ist denn was? Info. Kämpfe in einem hektischen
Hektisch klingt schon mal gut. Hektischen 64-Spieler tauziehen, um mit dem Ziel, die gegnerische Territorien einzunehmen und den Feind zurückzudrängen. Battle Royale. Durchstöbere die Umgebung nach Waffen und Ausrüstung und kämpfe bis zum letzten Mann gegen 64 andere Spieler. Horde. Überlebe gegen immer stärker werdende Horden von AI-Gegnern und kaufe dir Ausrüstungsteile, die auf der gesamten Map verstreut sind. Nö, dann machen wir erstmal Frontlinie. Also Frontlinie, ja. Wir können von mir aus auch mal eine Runde Battle Royale spielen. Und dann machen wir erstmal Frontlinie. Heißt am anderen, würde ich sagen. Ja? Probieren wir erstmal Frontlinie. Kann ich mich auch noch irgendwie ausrüsten? Rüstkammer, da. Muss ich denn jetzt auswählen, wen ich denn spielen möchte? Keine Ahnung, ich würde sagen, einfach mal machen. Mal sehen, was passiert. Also, Frontlinie, los geht's. Searching for a match. Ich hoffe, ich kann vor dem Match meine Klasse nochmal einstellen. Frontlinienfußvolk, Frontlinienfußvolk, Frontlinienfußvolk. So sieht's aus, Elite Dragon. So sieht das aus. Wähle ein Team. Ja, ich nehme mal die Blauen hier. Die haben so einen Vogel. Ah, guck mal hier. Ich kenne die alle gar nicht. Jägersmann, Ritter, Räuber, Veteran, Fußsoldat, Halunke, Ingenieur, Unarmt. Ja, dann nehme ich mal... Was ist er denn für einer? Der sieht doch lustig aus. Beschützer. Nehmen wir mal den Beschützer, komm. Und go. Drücke die linke Maustaste und spawne als Beschützer. Gut, ja, nö. Los geht's, ich folge mal ihm hier. Oh, das ist ein Feind, glaube ich. Oh ne, ein Verbündeter. Wow. Hier ist ein bisschen Action. Blocken, okay. Feinde? Oh ja, Feinde. Ne, doch nicht. Ich habe leider keinen Hammer, ich kann nichts aufbauen. Da sieht auch mal nach Feinden aus. Das ist ein Verbündeter. Wo sind denn die Feinde? Da oben ist der Feind. Der Feind ist da oben. Lass uns hochklettern zum Feind. Wir werden ihn verprügeln. Oh nein. What's happening? Ich weiß das nicht. Jetzt geht's los. Der Feind. Alla, der Feind. Alla. Oh. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. M, um das Team zu wechseln. Okay. Also das ist kein guter Plan. Einfach in die Gegner reinrennen ist nicht so gut. Wir bleiben mal Beschützer. Die reiten da alle rum. Ich muss mal ein bisschen Leuten folgen. Ich will nicht alleine unterwegs sein. Das ist kacke, weil dafür käme ich noch nicht gut genug aus. So, Leute. Habt ihr mal... Oh! Holy shit. Okay, wir sind nicht mal über den Weg gekommen. Da wurden wir schon gleich von einem Pferdereiter fertig gemacht. Ich habe das Gefühl, wir brauchen noch ein bisschen Übung. Wir sind alle hier mit dem Bogen unterwegs. Vielleicht sollten wir auch mal... Ja, wir bleiben jetzt erstmal Beschützer. Ne? Eins am anderen doch. Spawn. So Leute, ich habe keinen Bock. Oh, Feind. Der Feind. Da ist wieder der Feind. Oh, hat getreten. Oh, er hat getreten. Die Sau hat getreten. Ich muss sagen, eigentlich ist es ganz cool, weil hier gibt es nicht so viel Verzeihen oder Erbarmen. Ne? Wenn du halt verkackst, dann war es das halt auch. Ne? Spawn mir mal, wie war denn jetzt treten? E? R? Oh, kacke. Nein, meine Waffe! Meine Waffe! Gib sie mir wieder! Wie war denn treten? F, alles klar. Du musst ja erstmal reinkommen in das Game. Da ist Rob, Alter. Rob, bist du's? Rob, bist du's, du's? Ich glaube, das ist unser Rob. Unser Rob ist hier mit dabei. Er ist gestorben. Oh, 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 oh. Die alte Sau. Was macht man denn mit so Leuten, die auf dem Pferd an dich angeritten kommen? Wow. Ich bin Kumpel. Warte, warte, warte. Das gibt's doch nicht. Kann doch nicht. Das kann doch nicht. Das kann doch nicht sein, Leute. Ohne Spaß. Den hätten wir so haben müssen. Der konnte mich doch gar nicht sehen. Ja schon mal richtig scheiße gelaufen. Oh Gott.
Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Rob, Alter, wie geht's dir denn? Pack erstmal einen rauf. Sorry. War keine Absicht, oh. Okay, ich bin schon mal nicht mehr alleine. Rob ist mit an Bord. So, Leute, wie läuft das denn jetzt hier? Ihr müsst mir mal ein bisschen helfen. Da brennt einer, das ist schon gut. Feuer ist gut. Ja! Ah! Oh! Oh, ich bin mittendrin, das bringt nichts. Ich glaube, wir brauchen erstmal echt ein bisschen. Ich schreie auch mal. Ich glaube, wir brauchen wirklich mal ein bisschen Abstand. Ist es zu laut? Bin ich zu laut? Muss ich leiser machen? Es hat immer noch keiner was gesagt. Oh. Ihr müsst mal sagen, ob das gut ist oder ob ich zu laut bin. Dieses Spiel ist ja aufregend. Da rufe ich dann viel rum und dann könnte es laut werden. Die schreien hier auf jeden Fall auch alle. Man kann während des Spiels wohl seine Gruppe nicht mehr ändern. Ist Racefox auch mit dabei? Racefox, bist du auch mit dabei? Hast du das gerade richtig gesehen? Racefox, Racefox, Rob ist dabei. Hab ich da gerade einen Racefox gesehen? Nee, achso, ja, du spielst auch mehr Switch, hast du gesagt. Okay, es geht weiter. Also wir haben noch keinen Kill gemacht, aber immer ein bisschen Schaden. Also insofern für unsere erste Runde ist okay. Wir sind noch relativ scheiße in dem Game, though. Aber es macht ja nichts. Man kann sich ja langsam verbessern, ne? Oh, Leute. Oh. Oh, Leute, das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, die Klasse liegt uns nicht so ganz. Team Rot gegen Team Blau. Ist das Rotfüchse gegen Blaufüchse? Ich würde sagen, so sieht's aus. So war es halt gedacht. Wenn ich jetzt da hinten spawne, ich will auch mal ein Pferd haben. Ohne Spaß. Ich glaube, damit sind wir besser, ehrlich. Was ist das denn hier? Kann ich damit irgendwie Unfug anstellen? Das sieht geil aus. Gib mir mal das. Na, los geht's, Alter. Ja. Ja. Damit könnten wir vielleicht was reißen. Ich weiß nicht, wo das einschlägt. Ich will ein Pferd haben, Leute. Wir brauchen eine Lanze und ein Pferd. Stehen hier den Lanzen rum? Sieht nicht so aus. Ich glaube, es war dumm, hier hinten zu spawnen. Hier ist eine Heilpflanze. Doch nicht. Hm. Also hier hinten, nö, keine Pferde. Und selbst wenn, hätten wir keine Lanze. Insofern, wir gehen mal wieder an die Front, Leute. Wir gehen mal wieder an die Front. Oh, eine Hoffnung, dass das irgendwas wird hier, ne? Wird schon irgendwie. Rob ist wieder da. Rob, jetzt zeig mir doch mal, wie das geht. Du musst mir mal erklären, wie das geht, Robby. Das ist immer nicht gevoiced. Ich will hier keinen Leuten auf den Sack gehen. Nee, sieht nicht so aus. Punkte. Null. Ich habe noch keinen einzigen Punkt. Also Schaden machen bringt keine Punkte. Du musst wirklich Kills machen. Okay. Die werfen ihre Äxte weg. Habt ihr auch eine Zweitwaffe? Ne. Das ist fürchterlich. Oh. Sorry. Oh, er ist tot. Er ist tot. Immer eine Rauchbombe werfen, weil ich kann. Da, ihr Nasen, Alter. Rauchbombe geht rein jetzt. Oh, Konzentration. Jetzt geht's nach oben hier, Leute. Jetzt geht das nach oben. Oh, nein, nein. Au, ich hab mir die Beine gebrochen und bin im Feuer gelandet. Ah. Oh, er hat getreten! Alte Sau! Ah, Gott, die wissen. Die, das ist bei denen einfach schon verinnerlicht. Du merkst schon, die. Die können das schon. Also gut, das ist Level 33, Alter. Ist okay. Also, wenn wir da abkacken, ist nicht so schlimm. Kann ich mit leben. Erobere die feindlichen Flaggen und verteidige deine eigenen. Capture the flag. Oh, gehen sie weg! Laufen, 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 laufen. In Deckung gehen. Hier kann man auch irgendwie sich gucken. Oh ja, hier ist was. Was ist das? Jo, da hat jemand eine Medizintasche hingelegt. Nice. So, jetzt hier nach oben. Ich bin nach oben. Oh, wir gehen jetzt wieder runter. Okay, nein. Oh. Versuch die dazu, ne?
Das würde ihn noch ein bisschen verwirren. Also wir scheinen im Verliererteam zu sein. Auch wenn ich mir die Reitersituation hier angucke. Guck mal, da ist ein Pferd, aber das nimmt sich gerade schon einer. Das heißt, wir gehen mal weiter. Rob ist auch schon wieder tot. Du gehst immer schön weg. Moin. Okay, lass mal eben andersrum gehen. Der Direkt-Approach scheint nicht so gut zu sein. Wir gehen jetzt mal hier die Leiter hoch. Und hoffen wir einfach mal das Beste, ne? Oh, hier wirft einer mit Feuer nach mir. Au! Ja, ich hab mal Oh, Mann! B, Ausrüstung zu ändern. Mit B kann ich die aus... Ach, man kann doch wechseln. Ist ja cool. Lass uns mal den Jägersmann spielen. Vielleicht können wir mit dem Bogen ein bisschen mehr reißen. Ich will es nur mal versuchen. Aber im Bogen sind wir halt... Das liegt mir doch schon mehr. Oh, die treffen noch nicht so gut. Au! Da kann man sich verletzen. Mir tut ja wirklich alles weh. Ich treffe ja gar nichts, Alter. Geil. Jo, Schaden geht raus. Heieieiei. Oh, Teamschaden. Musst du mir die vor die Fresse laufen, Digga? Feuer. Müssen wir mal eben kurz heilen. Nice and dandy, Leute. Nice and dandy. Yo. Ah! Okay, dann hat mich einer mit einer Axt weggeknüllt. Das war natürlich, naja. Nicht so geil. Im Erdschild da hinten einfach nur rum am Spawn und eiert mit dem Bogen nach oben auf diese Empore. Können wir natürlich auch mal versuchen. Ja, du. Yo. Schorn, Alter. Oh. Alter, das ist ja aufregend hier. Jo. Rob ist schon wieder tot. Das ist schon aufregend. Nah dran, dann werde ich zu nervös. Ist ein Feind? Wir gehen mal weiter nach vorne. Bisschen nach vorne an die Front dran. Wie so. Tja. Joho, das hat gesessen, ey. Ah, scheiße. Sobald ich nach da oben gehe. Ende Gelände. Ende Gelände für mich. Das sieht nicht gut aus für unser Team. Das sieht nicht gut aus. Da ist gerade ein Pferd, aber brauche ich nicht hingehen. Da rennt schon wieder einer drauf zu. Lohnt gar nicht. Machen wir erstmal weiter hier. Wir müssen doch nur wenigstens mal einen töten, ey. Wenigstens einen. Wenigstens einen. Gestorben. Ich bin nervös und eier voll down liegen doch. Wie viele Pfeile haben wir denn? Au! So, habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Wir bleiben mal erstmal noch Jägersmann.
Was hat denn der so für andere Sachen eigentlich? Ein Hackemesser. Ja, wenn man mal in den Nahkampf muss, Hackemesser raus, ne? So machen das Helden. Okay, wir gehen mal nach oben. Ist das jetzt ein Feind? Ja. Ist der nicht bescheuert? Ist der jetzt tot? Ja. Zeig mal nochmal wieder deinen Kopf, Mann. Ja, so ist fein. Au, scheiße. Also zu viel rumstehen ist auch nicht gut. Oh, da liegen wir in unserer Blutlage. Hat er mich mit diesem Ding da weggeschossen oder womit ging das jetzt? Okay, das läuft einfach richtig scheiße doch. Also richtig scheiße, nicht nur so ein bisschen. Richtig reelle Scheiße läuft das. Aber ich will es jetzt mal auf erste Runde schieben. Ah, musst du dich jetzt bewegen, Alter? So schön auf dich gezielt. Da ist so ein perfektes Opfer da. Ah. Oh, das gefällt mir aber gar nicht gut. Oh, da hinten, er ist am Schießen auf uns. Wir sollten mal in Deckung gehen. Wir sollten mal lieber in Deckung gehen. Ist nicht gut. Oh, gleich ist vorbei. Bin ich immer noch der Schlechteste? Ja. Oh, Alter. 0 Kills, 13 Death. Ah, ist auch einer mit 1,15. Insofern, mein Gewissen ist relativ ruhig. Oh, was wird denn das? Hat irgendjemand schon einen sehr hohen IQ in diesem Game, der mir sagen kann, welche Klasse sich von Anfang am besten eignet, wo man sagt, so, oh! Am Anfang nimmst du mal am besten... Kann doch nicht. Der stand so perfekt, aber ich treffe trotzdem nicht. Wahnsinn. Nein, du bist der Beste. Der Allerbeste, immer. Also gefühlt sowieso. Die Fakten sprechen nur eine andere Sprache. Ich treffe auch nichts. Ich brauche eine Armbrust. Ich will nicht einen Kackbogen. Ich will eine Armbrust. Bogen ist was für Loser. Oh, oh. Mann mit der Lanze. Oh, jetzt habe ich mal getroffen hier. Hackebeil. Gib mir das Hackebeil. Oh, scheiße. Das hat mich echt noch getötet. Wir möchten jetzt bitte nicht auf diese Anzeige blicken. Das macht mich etwas traurig. Aber ey, 2,5 Gold. Immerhin. Wir kriegen ein bisschen Fortschritt. War schon ein bisschen scheiße, ne? Machen wir mal. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich würde sagen Mountain Peak. Brötchen machen wir noch. Dann machen wir Kaffeepause. Und dann gucken wir mal. Machen wir ein bisschen Open End heute, würde ich sagen. Dass ich keinen Bock mehr habe. Der Server ändert die Map. Wir müssen ja eigentlich noch ein bisschen Achievements sammeln, weißt du? Sonst kriege ich keine Punkte für die Steam Summer Sale Aktion. Wir bleiben unserem blauen Team treu, würde ich mal sagen. Oh, komm schon. Ich will blau. Ich will blau. Ja, geil. Ritter, Räuber, Veteran, Fußsoldat, Halunke, Ingenieur. Lass uns mal die ganze Ball Ritter, würde ich sagen. Ja, komm. Okay, let's go. Was hat er gesagt? Er trägt gerne einen Tanga, wenn er das mag. Okay, noch ist alles cool. Au, was ist nun passiert? Der Feind! Der Feind! Ah, Kacke! Wieder nur getötet. Wir haben schon mal ein bisschen länger gelebt.
Das Problem ist echt, du musst das mit diesen Blocken verinnerlichen, ne? Du musst echt, du musst das hinkriegen. Du musst im richtigen Moment den machen. Ich muss öfter mal treten, das mache ich zu wenig. Oh, hier, ich kann auch den Knopf benutzen. Der macht automatisch... nee. Öfter mal treten. Okay, es geht weiter. Ich habe meine Ausdauer verballert, habe für nix, weil ich ausprobieren wollte, wie es geht. Der Feind erobert The Valley. Das geht natürlich nicht. Oh. Lachen die so bescheuert? Rein ins... Oh, wer hat den denn da aufgehangen? Der sieht ein bisschen dürr aus, muss ich sagen. Alter, Junge. Nur Spaß. Oh. Ja, toll. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ich hab nicht... Ich weiß auch nicht. Okay. Ganz mieses Gefühl. Ich wollte jetzt mal zustecken, dachte ich mal. Guck mal im Rinnenkopf oder so. Drop, bist du noch bei mir eigentlich? Ich sehe ihn nicht mehr. Ja! Ja! Ich hab ihn getötet! Alter, jetzt kann's abgehen, ey. Oh. Ha! Oh! Ah, ich wollte ihn mal treten. Ich wollte ihn. Da bin ich gierig geworden. Ne? Einmal getroffen und dann gleich gierig geworden. Gleich gierig, gleich rein. Hat jemand irgendeine Kiste durch die Gegend getragen? Okay, weiter geht's. Wir haben jetzt das erste Mal jemanden getötet. Jetzt habe ich wieder einen Lauf. Jetzt bin ich wieder motiviert. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl wieder. Okay, wir müssen das mit dem Treten besser hinkriegen. Upa, das hat Ausdauer gekostet, das hätte ich nicht tun sollen. War dumm. So, auf in Richtung Lager. Leute, ich will auch mal wen töten. Lasst mich euch helfen. Ich will euch helfen. Nein. Mann. Lass mich wenigstens auch einmal noch reinstechen. Okay, weiter geht's. Folgt den Norsen hier. Was ist der denn am Rumschreien da, der Bengel? Oh. Oh, komm schon, du musst doch mal treffen, Digga. Oh, sein Bein. Was ist da los? Oh nein, was ist geschehen? Der eine hat stumpf einfach sein Bein verloren. Krass. Okay, ich frage mich, wie lange es dauert, bis wir beleidigt werden. Ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit. Allzu lange wird es nicht dauern. Okay, let's go. Einfach weitergehen. Der Feind. Einfach mal straight in die Mitte, würde ich sagen. Hallo. Mit dem Block, das muss halt laufen. Wenn das nicht blockt mit den, wenn das nicht läuft mit den Blocken, bist du raus. Bist du raus. Alter, abartig. Wobei die anderen, es wirkt immer so, als würden die auch einfach nur hauen. Die müssen sich einfach mal mehr hauen. Einfach nur hauen, Alter. Da bin ich schon zufrieden, dass ich mal wen getötet habe. Ey, oh, oh, oh. Yo! Das war der zweite. War aber ein easy kill. Zählt fast gar nicht. Aber egal. Ein Kill ist ein Kill. Moin! Einfach im Pulk bleiben. Ich folge mal ihm hier. Ich glaube, wir beide, wir mucken das schon. Wir sind schon ein krasses Team, muss man sagen. Oh, scheiße. Scheiße.
Jo, den hast du richtig gut weggemettelt. Au! Okay, der kam von hinten. Das kam von hinten. Alter, Falter. Okay. Left Mouse Button zum Spawnen. Danke fürs Spawnen. Danke fürs Spawnen. Okay, wir gehen mal weiter. Wir folgen dem Volk. Spät, oh, siehst du? Die Runde machen wir noch. Dann ist Kaffeepause. Oder irgendwas anderes. Kaffee wird bei mir nichts mehr. Ich müsste den wieder aufbrühen per Hand. Das dauert zu lang. Komm schon, ich glaube mir einen Kill. Let's steal it! Let's steal it! Let's steal it! Haben wir gut gemacht. Oh, er wirft mit Speeren. Los geht's. Au! Yay! Komm schon, einmal noch. Ah, Gott, Mann. Ich finde das scheiß Blocken. Das läuft einfach nicht mit dem Blocken. Blocken und ich brauche so eine Klasse, wo man weniger Blocken mehr hauen muss. Das ist so mein Ding, so, ne? Stumpf drauf. Für den Feierabend auch ganz gut. Nicht so viel nachdenken, mehr machen. Ne? Gehen wir mal hier die Leiter hoch. Ich versuche jetzt mal einen etwas anderen Approach und versuchen mal seitlich. Warum leuchtet irgendwas? Seitlich da mal so eben rinnen. Rinder. So, Leute, was ist das eigentlich hier? Kann ich irgendwas aufbauen hier? Ja, theoretisch ja. Okay, Leute, ich bin dabei. Ja, ich hab den echt geblockt. Habt ihr das gesehen? Ja! Okay, dann bin ich zu niedrig geworden. Ah, zu früh. Es wird besser. Es wird besser. Ich versuche mich jetzt mehr zu konzentrieren. Man muss sich auch mal ein bisschen anstrengen, dann geht das. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, wie gut ich dem Ausdruck war? Jetzt langsam kommt das Spirit. Langsam kommt das Spirit. Oh, wir leider verlieren wir trotzdem mal wieder volle Lotte. Ja, irgendwie rennen? Oh ja, rennen. Go! Go! Jo, wir erobern, was geht. Wir erobern, Alter. Okay, let's go. Wir brauchen einen Hammer, erst dann können wir Dinge bauen. Okay, wait. Ist gesehen, Alter, von hinten, so viele. Oh nein, das war einfach wieder zu viel, aber... Konzentration geht langsam raus. Das bockt schon. Das war schon Spaß, wenn man so Mittelalter-Kämpfe mag und so ein bisschen auf Mittelalter steht. Das ist eigentlich echt ganz geil. Der Feind erobert the Rafters. Wir müssen die Rafters wieder zurückholen, Leute. Alles oder nix. Alles oder nix. Oh, die drängen uns aber gut was zurück. Guck mal, wie schnell die Tickets jetzt runtergehen, Alter. Oh. Okay, Leute. Wir müssen hier bei. Au, was ist das denn nun? Ja. Au, nein, nicht so viele. Oh, es sind zwei. Wenn zwei sind, ist vorbei. Wenn zwei sind, ist vorbei. Aber ich habe gut geblockt. Wir bleiben erstmal Ritter. Ich will erstmal so weitermachen. Man muss ja langsam erstmal reinkommen. Es wird auf jeden Fall schon besser. Aber das ist so ein Game, da brauchst du echt ein bisschen... Ich muss auch mal das Treten benutzen. Ich vergesse das immer. Und Fuchs, benutze das Treten. Wir können natürlich jetzt auch mal versuchen, rumherum zu gehen. Mal oben lang gehen. Ach, der ist so behindert. Hast du gut gemacht. So, los geht's. Lass mal die Rafters zurückholen. Folge mal den Massen, aber ich gehe oben lang. Wow, vorsichtig. Nicht auf eure Kumpels schießen, Leute. Ich bin Kumpel. Moin. Oh nein. Das ist so ein easy Kill gewesen. Alter.
Ah, oh, da war ich mal wieder überfordert, Alter. Der eine Kill wäre so easy gewesen, aber zack, hat ihn mir einer von der Nase weggeschnappt. Weggeschnappt. So, nochmal die linke Maustaste drücken. Wir müssen Rafter wieder halten. Man kann auch springen. Das wurde im Tutorial einem nicht beigebracht. Zurückerobern, zurückerobern. Au! Hat da einer lang geritten, ey. Alter, Kacke. Oh, das kann doch nicht. Das kann doch nicht. Ich glaube, jetzt werden wir ordentlich rasiert, du. Jetzt nähert sich dem Ende. Defend the tents. Oh oh. Oh, wir müssen die Zelte beschützen. Wenn die draufgehen, dann war es das wohl. Oh, erstmal hier nach oben zu dem mit dem. Oh! Und rein ins Feuer, yo! Ich glaube, das wird heute so ein richtiges Sterbefest, ey. So ein richtiges Sterbefest. Aber gut, komm, muss man auch mal mitleben, ne? Man muss auch mal ein bisschen draufgehen, Leute. So, Leute, Konzentration. Ich habe immer noch nicht meinen Tritt benutzt. Das müssen wir öfter machen. Ich versuche gleich mal dran zu denken. Ich muss mir den Tritt auf die Maus legen. Ich brauche es als Maustastenknopf, sonst wird er nichts. So, dieses Zelt brennt schon. Das sieht schon eigentlich nicht mehr benutzbar aus, wenn man ehrlich ist. Getötet. Das ist auch wieder mehr Luck als er denn da oben. Komm her, du. Oh, fuck, wenn mich jetzt einer mit der Fäuste umbringt, ne? Ich will den mit der Fäuste haben. Kanonek! Hab ich verdient. Der hat mich geködert. Zum Feind hin. Und dann wurde ich gestorben. Na gut. So, jetzt hier schnell das Ding in der Mitte wieder einnehmen. Los. Jo, und dann gleich weiter vor. Laufen. Au! Was ist denn los? Mir geht's gar nicht gut. Au! Wovon wurde ich denn jetzt getötet? Ich hatte einen Kurzspeer umgebracht. Hier wirft einer mit Kurzspeeren durch die Gegend. Ich folge euch. Ja, geh gleich los. Ich muss aber erst die Runde zu Ende machen. Das ist ja ein Multiplayer-Spiel. Da kannst du nicht einfach Pause drücken. Wenn das zu Ende ist, gibt's Pause. Lass mich eben noch gerade verlieren. Dann machen wir Pause. Ich muss mir auch ein Getränk holen. Es ist zu warm. Es ist eindeutig zu warm. Ein Eis wäre jetzt toll. So, mal sehen. Das ist ein Verbündeter, das ist ein Feind. Los. Ja, nochmal. Komm her. Tritt ihn doch mal. Oh, ich krieg den falschen Knopf. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ich dachte, da wäre nun Schluss. Eis habe ich da. Kannst du holen. Nee, ist noch nicht Schluss. Du siehst oben in der Anzeige die Tickets. Wir haben noch 127 und der Gegner noch 245. Und das Team, dessen Tickets zuerst auf 0 sind, das hat verloren. Und die Geschwindigkeit, wie schnell du die Tickets verlierst, hängt davon ab, wie viele Basen du hältst. Du siehst, wir haben halt unsere Hauptbasis und eine und die haben zwei. Also eigentlich ist es momentan ausgeglichen.
Ja, und dann natürlich die Tode. Jeder, der stirbt, ist immer ein Ticket. So, also so ist es in der Regel. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier auch nur ein Ticket ist, aber in der Regel ist es so. Oh, Robbie ist noch dabei. Der Rob, der ist dabei. Wir können ja mal Rob unterstützen, Leute. Der hält sich hier schön bedeckt, will nicht gesehen werden. So läuft es hier nicht, Rob. Wer hier im Stream mitmacht, der muss auch... Da müssen wir ein bisschen Teamplayer-mäßig zusammenarbeiten. Du kannst dich opfern. Oh, hier wird... Rob, das machst du toll. Lass mich eben noch durch, ne? Und Rob ist am Sachen aufbauen. Ich weiß gar nicht, wo er den Hammer her hat. Aber es ist wahrscheinlich die angenehmere Klasse, weil du entspannt einfach nur im Background arbeitest. Oh. Oh, nice. Oh. Oh, der ist weg. Alter, Leute. Leute! Er hat mir mein Schwert aus dem Pfoten geklopft. Aus dem Pfoten geklopft. Finde ich nicht in Ordnung. Finde ich nicht in Ordnung. Also hier muss ich mir auf jeden Fall nochmal so ein Video How to survive in Mordhau reinpfeifen. Ich muss auf jeden Fall das Treppen benutzen. Daran arbeiten wir. Gleich nach der Pause lege ich das mal auf den Mausknopf. Aber wir sind immerhin immer noch Letzter. Aber wir haben 3 Kills gemacht. Das finde ich erstmal okay. Wir sind immer noch der beschissenste vom Team, ey. Wow. Weil ich es einfach noch nicht verstanden habe. Den Block noch nicht gebacken. Ohne Scheiß. Ich krieg das nicht gebacken. Ich komm, steck mich ab. Ich bin einfach nur Futter. Ich bin einfach nur Futter. So, Niederlage. Endlich verloren, Alter. Fuck this fucking game. Ach, Leute, ihr müsst euch mal entspannen. Wir sind doch nicht der Letzte. Wir sind doch nicht der Letzte. Aber wir sind auch Level 1. Hier ist kein anderer Dödel Level 1. Zu spät mit dem Game angefangen. So. Ja, wir nähern uns Rang 2. Jetzt geht's ab, Leute. Rang 2 macht uns auch gleich besser. Ja, tschüss, ne? So, wie komme ich hier raus? Oh ja. Haben wir die Lobby jetzt sofort verlassen? Ne. Ich möchte nicht Spiel verlassen. Ich will zurück. Ich will hier raus. Ich will nicht weiterspielen. Wie läuft denn das hier? Wir arbeiten jetzt uns zur Pause hin. Ich möchte nicht mitmachen. Zurück zum Spiel. Spielermenü. Das Match verlassen, okay. Spiel verlassen ist das Match verlassen und zum Hauptmenü zurückkehren. So, Leute, wir machen jetzt an dieser Stelle hier eben 5 geschmeidige, gemütliche Minuten Pause, damit ihr mal eben kurz Pipi machen könnt, euch mit was zu trinken versorgen könnt und so weiter. Und dann sehen wir uns gleich in 5 Minuten wieder und lasst uns doch mal wieder ordentlich die Fresse vermüllen, ne? Bis gleich.
So, Leute, da sind die 5 Minuten schon wieder rum. Wir machen gemütlich und munter weiter. Ich hoffe, ihr habt euch alle mit was zu trinken versorgt. Ist warm, ihr müsst hydriert bleiben. Also ordentlich immer Wasser in die Figuren rein oder Saft oder was auch immer. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter mit aufs Maul kriegen. Bis jetzt noch ganz witzig. Ich finde es schön, wie sie hier auch schon teasen. Beginners Guide und Advanced Guide. Wäre definitiv für uns brauchbar. Ich schütte mir jetzt eben noch den Rest meines Kaffees in die Figur. Und dann legen wir weiter los. Ich würde sagen, nachdem wir gerade eben die Frontlinie ausprobiert haben, lass mal jetzt mal so ein blödes Battle Royale machen. Ich bin ja nicht so der Fan von diesen Battle Royale-Dingern. Aber mal gucken. Ich glaube, das wird hier nicht allzu lange dauern. Lass mal einfach mal eine Runde Battle Royale machen. Finden dann irgendeine Waffe, gehen drauf und ja. Da wird das schon. Mal sehen, wie das jetzt überhaupt funktioniert. Normalerweise starten ja, keine Ahnung, in der Regel 100 Spieler auf so einer Map. Waiting for players. Geil. Hoher Ping. Wieso das denn? Ich mach doch gar nichts. Einfach zapp. Boxen den Kack mit der Arme da rein, hauen, oh, Alter. Oh, warte, während wir das tun, können wir eben nochmal in die Einstellungen rein. Steuerung. Tastenbelegung. Wo ist der Tritt? Wo ist der Tritt? Jump, Strike, Sprint, Parry. Stab. E. Use, Drop, Kick. F. Thumbmouse-Button ist bereits auf Right Lower Strike zugewiesen. Yeah. Nein. Hast du es doch gemacht? Hat er das doch gemacht? Tiger. Battle Royale. 48 Spieler brauchen wir eigentlich. Wir sind nur 15. Und ich bin nicht der Einzige auf Level 2. Da ist noch Pirate Who Fucks. Was für ein netter Name. Okay. Leute haben nicht so unbedingt Bock. Oh, jetzt geht's doch ab. 23, jetzt geht's ab. Jetzt füllt es sich. 3, 24. Wow. Ran, Digga. Ja. Wer ist jetzt hier der Magger, hä? Geil, ich nicht. Lord Bloodhole hat mich umgebracht. Warum heißt er wohl Bloodhole? Lasst uns darüber sinnieren. Ein blutiges Hole könnte sein Anus sein, weil er beispielsweise ganz starke Hämorrhoiden hat. Das ist im Mittelalter nicht so ungewöhnlich. Die haben bestimmt viel auf kalten Steinen gesessen oder so. Ich mutmaße hier nur. So, mach dich bereit. Ja, Plan bei so Battle Royale Dingern ist immer, auf der Karte müssen wir Waffen und so finden. Schon was? Öffnen. Geil, Schwert. So, nun sind wir bewaffnet. Da rennen auch schon die ersten Nasen rum ohne Waffen. Oh, dann ein Pferd. Oh nein! Oh, Kacke! Na, das ging ja schnell. Ich glaube, Battle Royale ist nicht mein Ding. Toll. Toll. 60 Gold drauf bekommen. Wiederholen. Eine Runde machen wir noch. Mindestens. Das war ja jetzt mal richtig kacke, ey. Ja, geil. Das war cool. Das war richtig cool. Halt scheiße gebaut, wie immer. Moin. Guter Mann. Wir haben so schnell eine Waffe gefunden. Das war eigentlich die perfekte Ausgangssituation. Voll kacke, ey. Na gut. Also ich glaube, normale Schlachten sind witziger. Mal sehen, wie weit man runterfallen kann, bevor man sich die Beine bricht. Oh, ein bisschen was schaffen die schon. Man muss aber sagen, wie es ist. Es sieht hübsch aus, ne? Also so rein optisch kannst du dich nicht beschweren.
Hier sind so ein paar Rüstungen. Gönnung. Muss aber kurz rausswitchen hier. Kommt das hier Funks und Nuggel? Ja, läuft. Ton ist wieder da. Oh. Ist das der Weinkeller? Au. Wie er läuft. Sah gut aus. So, geht los oder was? Geil, ich hab schon mal eine Rüstungsdingens, so schnell. Hoppala, au! Kannst mich mal, Digga, du kannst mich mal. Gleich abhauen. Wir machen jetzt schön gemütlichen. Sollen die anderen sich erstmal die Köpfe einschlagen? Oh. Wir leben noch. Mir fehlt in dem Spiel das die Mobilität. Klar, Mittelalter und so, aber so ähnlich wie For Honor, Orochi ist halt eher mein Playstyle. Ja, es ist, ja, du hast schon recht, man springt auch nicht so hoch und so. Ist wahrscheinlich halt mehr Realismus oder so, aber ich bin ein bisschen bei dir, tatsächlich. Oh, da können mehr Sachen in so einer Kiste drin sein als nur eine. Ist das Schwert? 4 5 Wie sind jetzt das Schild weg? Okay. Läuft noch bei uns. Läuft noch bei uns. 9 noch. Wir werden der Letzte sein, weil wir der einzige Dödel sind, der hier rumläuft und Zeug lootet. Bogen ist natürlich eine geile. Hier, Rüstung, cool. Dann können wir mal 5. Das können wir mal eben fallen lassen und den Bogen mitnehmen. Okay. Läuft, würde ich sagen. Dann kommt hier über irgend so ein übelst gepanzerter Dödel angelatscht. Du siehst gut aus. Yeah! Ronaldo ist tot, Leute! Ronaldo ist tot! Dann drehen. Mama. So, wir haben Ronaldo platt gemacht. Das war mal ein Erfolgserlebnis. Wie hübsch das aussieht. Ich und der eine noch. Einer fehlt noch. Trau dich, Junge, wo bist du? Wo mag er sein? Ich glaube, ich spiele jetzt was anderes. Hab gerade nicht so Bock auf Mordhau. Just Cause 3 For Honor. Was sagt ihr? Ich würde, wenn ich die Wahl hätte, wahrscheinlich Just Cause 3 nehmen. So, Junge, wo bist du denn jetzt? Oh, da. Ja, moin. Hast Bock oder was? Wie lame. Ah, Kacke, Mann. Aber hey, Zweiter geworden. Gar nicht mal so schlecht. Junge, du musst mir jetzt nicht den Kopf abhaken. Ja? Es gibt Grenzen.
Hat er mir einfach den Korb abgehackt? Fand ich jetzt nicht so nett, muss ich sagen. Fand ich jetzt nicht nett, nö. Hauptmenü. So, ich würde sagen, wir gehen wieder zurück zur klassischen Schlacht. Wir wollen noch ein bisschen auf die Fresse kriegen, ne? Und da ist das klassische Schlachtenfeeling dann doch angenehmer. Also los geht's, würde ich mal sagen. Frontlinienfußvolk. Ich denke, wir schaffen locker noch so zwei Schlachten und dann sind wir durch. Los hier, such mal. Dann soll es das auch erstmal gewesen sein. Aber zwei Schlachten geben wir noch. Ja, siehste. Ich würde sagen, wir gehen diesmal wieder erstmal. Ja, ich kann mal wieder versuchen, ein bisschen. Wir lassen uns diesmal automatisch zuweisen. Jo, läuft für dich. Läuft, würde ich sagen. Toll. Danke. Super. Wir können die nächste Map mitentscheiden. Und hat null Erfahrungspunkte gegeben. Nice. So, ich wäre dann jetzt für das da. Grad. Warum wollt ihr denn alle das Camp haben? Alle wollen sie das Camp spielen. Der Server ändert die Map. Und dann mal los. Dann mal los. So, automatisch mache ich jetzt. Wir nehmen jetzt mal den Brigant. Hoher Ping. Keine Ahnung warum. Ich schiebe das mal auf den Server. So. Los geht's, Leute. Was hab ich? Ihr habt ein Kurzschwert und ich hab ein dickes Zweihänderschwert. Auf geht's. Der Feind erobert den Stapel. Stable. Den Stapel. Den Stable. Wir holen uns mal schön jetzt hier. Wow, was auch immer du sagst. So, hier erobern, Leute. Ich schütze mich mit meinem Zweihandschwert. Of course. Weiter geht's. Kampf in der Mitte. Kampf in der Mitte. Oh. Oh, hier geht schon der Punk ab, Leute. Au. Yo! Sehr gut, einmal draufgehauen und dann war's das auch schon wieder. Lol, chill. Aber ihr müsst insgesamt einfach mehr chillen, weil es ist nur ein Spiel, weißt du? Immer entspannt bleiben. So, wir spawnen hier und rennen wieder rüber. Ich würde auch mal gerne so einen Hammer benutzen, aber ich weiß gar nicht, wo man den herkriegt, um so Dinge aufzubauen. Hier zum Beispiel so ein Schutzschild-Ding. Was sagt das? Was bedeutet das? Ich soll es beschützen wahrscheinlich. Der Feind! Oh oh! Okay, Konzentration. Leute, ohne Spaß. Was war das? Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das soll so, glaube ich, nicht sein. Oh. Oh, man. Oh, holy shit. Da kommt da so ein Typ an. Ja, moin, Herr Fuchs. Und alle anderen. Moin, Crystal. Grüße gehen raus. Willkommen hier bei Blaufuchs kriegt auf die Fresse, Teil 2. Was macht er denn da? Jo, er rennt dem Tod entgegen, weißt du? Mach mal ruhig, so. Wenn das läuft von dir. So, da ist der maskierte Mönch. Er ist krass drauf hier, der Junge. Ich will ihn umbringen, irgendwie. Ich hab das Gefühl, ich kann das tun. Okay, jetzt geht's. Au! An mir lag's aber nicht.
Let's go. Er sieht fies aus. Lachen Sie nicht. Jo, oh, zu viele. Oh, ich stecke fest. Oh, ich war stuck an diesem Gerät. Ich sehe schon, da kann man ja gar nicht hingucken. Das ist übel, das ist wirklich übel. Aber es macht Bock, man glaubt es kaum. Aber es ist übel. Gebe ich zu, es ist übel. Man muss das wirklich verstanden haben, das scheiß Kampfsystem, sonst läuft das nicht. Also du musst das mit dem Blocken perfektionieren und so. Und dann ist es cool. Das ist auch ein geiles Gefühl, wenn du dann mal in so ein Zweikampfgemenge kommst. Aber meistens, wenn es bis jetzt gut lief, entweder waren wir dann zu viele, das ist einfach nur gut lief, weil halt echt eine Übermacht waren. Oder die Gegner sind eine Übermacht und ich krieg einfach nur einen auf die Fresse ohne Ende. So wie jetzt hier, einfach drin gehauen. Oh, hier ist ein Grösel hier. Junge, ich gehöre zu dir, du Idiot. Da ist wieder der maskierte Mann. Oh, das darf doch nicht. Schrecklich. Schrecklich. Oh nein, ein großer Haufen blutiger Leichen. Wir können ja nochmal den... Nee, wir machen nochmal. Sieht ja aktuell noch gut aus. Ich krieg zwar ordentlich auf die Fresse, aber sonst insgesamt so... Sieht erstmal gut aus. Ja, was ist geschehen? Ich bin etwas ins Rohr gehen. Ich bin hier raus. Ah, guck ruhig. Ah, Mann. Also du kommst halt nicht zu so einem entspannten Zweikampf mal. Kommt immer irgendein Pimmel und haut dir in den Rücken. Der hätte unserer sein können. Hätte ich mal wieder mal getreten. Muss mal treten. Mehr treten, Fuchs. Warum treten sie denn nicht? Fährt wäre auch mal cool. Einfach rein da jetzt. Let's go. Let's go. Kann doch nicht. Was, ich mach wieder nur Teamschaden, statt den Typen zu treffen. Das ist doch seltsam. Ich wollte gerade nachladen. Aber ein Schwert nachladen ist ein bisschen bescheuert. Es ist, glaube ich, einfach zu warm. Leute, es ist einfach zu warm. Nein! Glück nicht. Glück einfach nicht. Es ist Zeit, eine andere Klasse zu nehmen. War das B? Ja. Ist denn keiner mit einer Armbrust? Ich bin ja Armbrust. Was ist er denn für einer? Ingenieur. Ach, das ist der Typ, der dann die Sachen aufbaut. Nehmen wir mal wieder den Jägersmann. Lasst uns mal versuchen, aus der Ferne durch mit dem Bogen zu arbeiten. Ich glaube, das liegt mir vielleicht besser. Jo, sag ich doch. Liegt mir einfach besser, Alter. Liegt mir einfach besser. Mann, ist das ein Hackmack hier, Alter? Unschaden, toll. Oh, Leute. Leute, ich brenne. Ich brenne. Ich möchte nicht brennen. Au, das waren meine Beine. Wir sammeln mal eben neue Pfeile auf und, dann geht's weiter. Was war das denn nun wieder? Ich scheine in eine Falle oder. Oh ne, ich lebe noch.
dachte, ich wäre tot, aber bin ich tot. Alter, wie sollst du denn da was treffen? Oh mein Gott. Yo, den haben wir mal, der hat mal gesessen. Oh, du brauchst gar nicht wegrennen, Digga. Müssen die Leute mir immer dann vor die Fresse latschen, wenn ich abdrücke? Oh, nein! Von der Seite eben lang gemacht. Drücke B, um die Ausrüstung zu ändern. Man kann auch Ausrüstung ändern? Nö. Also man kann wohl seine Charakter nachher anpassen irgendwie. Das geht wohl. Aber dafür müssen wir erstmal Punkte haben, um überhaupt Sachen freizuschalten. Oh. Moin. Ja, hat Spaß. So, wir gehen mal wieder nach vorne an die Front, so ein bisschen aus der Distanz. Hinterhältig mal ein bisschen hoch da drinballern. Versuchen Köpfe zu treffen. Oh, das ist gar nicht nett. Wir sollten vielleicht als Bogenschütze doch ein bisschen mehr Distanz wahren. Eher so auf so einen Turm hoch oder so, dass das Geschehen aus der Ferne überblicken. Also sobald einer mit dem Zweihänder auf dich zurennt, siehst du halt aus. Ja, Pferd. Oh Mann, ich will auch mal ein Pferd fahren. Moin. Richtung da so. Yo, das hat gesessen, würde ich mal sagen. Moin. Kumpel. Okay, den einen haben wir ja ganz gut weggemettelt. Ja. Oh. Ah. Hat ihn nicht erfreut, dass wir mit dem Bogen beschossen haben. Aber war lustig. Tatsächlich war das sehr witzig. Okay, so, spawnen wir nochmal. Alter, es ist so warm. Es ist wirklich fucking warm. Meine Grafikkarte hier macht mich fertig. Die sondert hier eine Luft ab. Mein Pferd, so. Ja, geil! Oh, Kacke! Ich dachte, auf dem Pferd ist man ein bisschen sicherer, aber er lacht mich auch noch aus, Alter. Habt ihr das gehört, wie er mich ausgelacht hat? Er hat mich einfach ausgelacht. Gar nicht so was. Okay, es geht weiter. Teamschaden, toll. Ah, nein! Weg! Ah, hilf mir! Leute, ihr müsst mir helfen! Warum helft ihr mir nicht? Lasst ihr mich einfach von dem Töten! Was war das denn? Anstatt dass sie mir zur Hilfe eilen, meine Teamkollegen hier. Oh, was hat er denn für eine geile Waffe, Alter? Lass die mich einfach sterben. Ja, du. Soll mit dem Bogen, die kann ich eh nicht auf. Kann ich eh nicht ab, ey. Mach einfach. Mach mal platt. Lass den mal platt machen da. Yo! Da hat einer sorry geschrieben. Ich hoffe mal, das galt mir. Alter. Ja! Digga.
Hat er verdient. Hat er verdient. Alter, es ist so warm. Ich schieb's mal auf die Hitze, okay? Ich treff ja gar nichts. Ich treff ja nicht mehr was. Und wenn dann nur mein Team. Nein! Okay, wir sehen da wieder eine andere Klasse. Was haben wir denn noch so? Ritter. Fußsoldat mit seiner Lanze. Lass mal den Fußsoldaten aus. Oh, ein bisschen rumprobieren. Da wird man zwar mit nichts richtig gut, aber. Man muss auch mal Experimente wagen. Ne? Oh, wir sind wieder ein bisschen am Verlieren. Lass mal hier die. Das da. Zurückerobern. Der Feind erobert The Hunting Ground. Alter. Ich dachte, wir sind blau. Ich dachte, wir sind blau. Wegen blau, Fuchs, weißt du? Ohne Spaß. Wie bescheuert kann man denn sein? Wir sind ja gar nicht blau. Wir sind rot. Zu meiner Verteidigung, wir waren die ganze Zeit immer blau, ne? Deswegen. Bitte, was ist denn nun passiert? Okay, ich bin irgendwie selbst gestorben. Ich weiß nicht wieso. Offensichtlich habe ich das Spielfeld verlassen. I don't know. Ich wollte doch nur dahin. Ich muss da ja irgendwie hinlaufen können. Stop the explosive card from reaching our camp. Joa, dumme Beine. Play the objective, you silly fucks. Was ist die Objective? Das Explosive Card. Wir erobern jetzt erstmal Hunting Ground zurück und dann kümmern wir uns um das Explosive Card. Endlich gibt's ja wieder Punkte, du. Leute, ich muss hier doch erst noch durch, Mann. Au! Nein, das gibt's doch nicht. King Ding Dong. Die Grüße gehen raus an King Ding Dong. Der mich hier gerade liebevoll aufgespießt hat. Ah, lass mal wieder eine andere Gruppe nehmen. Das ist doch nicht so mein Ding. Halunke. Was hat denn der Halunke für eine Waffe? Lass mal den Halunken nehmen. Wir probieren jetzt mal ein bisschen rum. Ja. Hey, ist so ein Degen. Okay. Feuerbombe, Bärenfalle und Fäuste. Ein Rapier. Nur mal los. Okay. Wir sind so der Pirat des Mittelalters. Zack, zack, zack. Unser Piratenschiff gehört uns. Dücke, dücke, dück. Und Bobs in Po. Mann, ich gehört, wie er sich auch ängstlich umgedreht hat. Weil er gedacht hat, da ist irgendein Feind oder so. Ist einer, Alter. So, mein Plan war ja heute wegen dem Steam Summer Sale richtig Achievement zu sammeln. Wir haben eins. Was ist das Objective? Ich bin gerade ein bisschen raus hier. Verbündeter. Ah, ist der gerade explodiert? Vegas, ne. Vegas Run. Oh Mann, hier sehe ich sehr viel blau. Hier war der, er ist am Schieben. Ah, Kacke. Sehr, sehr umgeknickte Beine. Macht mich sehr unglücklich. Wir bleiben Halunke. Noch gewinnen wir. Erstaunlicherweise. Sind wir denn der Schlechteste im Team? Opala. Nein, sind wir nicht, Leute. Bei uns läuft's, Digga. Wir sind schon mal nicht die Schlechtesten. Das finde ich schon mal gut. Das beruhigt mich immer ein bisschen.
Ja? Bin ich der absolute Volldepp hier? Bastard! Okay, was darum geht, wollen wir den mal hier direkt. Oh Mann, Leute! Ah, Hauptsache ihr schreit alle. Renn doch nicht weg, Alter! Ja, er ist tot! Klar, und bei dir in 2 Tagen Urlaub? Wer hat hier Urlaub? Wie geil ist das denn? Ich will auch Urlaub! Joa, rauf da, Alter! Jawoll! Okay, läuft. Achtung, da kommt ein Irrer. Da kommt ein Irrer mit unserer Lanze, Leute. Lass die mal zusammen treten, das schaffen wir schon. Ui, hat der ein dickes Ding, Alter. Los, 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 los! Ja, Digga, komm ran, du! Nix! Scheiße, ja, komm her, du! Ja. Nein, es sind wieder 2! Nein! Ah. Und dann am 2. Juli Rammstein. Oh, Rammstein, die würde ich auch gerne nochmal live sehen. Tatsächlich. Tatsächlich. Aber letztes Mal als Kartenverkauf habe ich mich nicht drum gerissen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Kann ich nicht mehr wechseln? Ich wollte die Klasse nochmal wechseln. Geht nicht. Egal. Wünsche ich auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Die Bühnenshow soll ja legendär sein. Auf Wacken habe ich sie leider damals nicht gesehen, weil das war das Wacken, wo die auf Wacken waren, war das Wacken, wo ich nicht hin konnte, weil ich da meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Und das ging leider vor. Deswegen habe ich Rammstein verpasst. Jetzt hätte ich mal auf Wacken sehen können. Da soll es auch gut gewesen sein. Du, ich zieh mir jetzt übelst die Biere rein. Mittelalter-Style halt, ne? Play the Objectives, Leute. Ihr sollt euch nicht gegenseitig umbringen. Das bringt uns nicht voran. Jawoll, Alter. Einfach rauf auf die Sau. Ja! So muss das. Rennen. Du musst einfach mit dem Repetier immer ins Auge stechen. Ne? Lupf die Kiste auf. Immer Rennen ins Auge. Ja, genau so. Und nochmal ein Rücken. Rücken, Rücken. Ja, nochmal, nochmal. Oh, das. Da. Fuck. Ah. War so gut, Alter. Nächstes Jahr machen die wieder eine Tour und nur 5 Mal in Deutschland. Ja, ich habe schon gemerkt, dass ich habe schon mitgekriegt, dass sie noch eine 2. machen. Kohle muss halt rein, ne? Alter, Kohle muss rein. Vielleicht gehe ich dann mal hin, muss mal schauen. Ich muss mal schauen. Jetzt erstmal wacken. Und ich hoffe, dass nächstes Jahr die Architekten uns auch wieder beglücken. Ja, voll. Helen Killer wurde von mir gekillert, Alter. Ja, Digga, komm ran! Nein! Das hätte so gut werden können und dann wurde es so schlecht. Wir sind schon wieder am Losen, Leute. Wir sind wieder am Losen. Guck mal, hier läuft der. Was ist mit dir denn los, Alter? Schlagert er seine Waffe rum. Gönn dir. Hauptsache, du kriegst das irgendwie gebacken. Wir sind schon wieder am Verlieren. Man muss doch auch mal einmal gewinnen. Ich muss doch einmal im Gewinnerteam sein. Wir stellen uns ja diesmal gar nicht so schlecht an. Es wirkt vielleicht nicht so, aber so schlecht stellen wir uns tatsächlich nicht an. Kacke, das ist ein Alter. Sagt er und rennt in Feind, um sich wegknölzen zu lassen. Ist gut. Ist gut. Jetzt nehmen wir mal den Veteran. Wir wollen jetzt mal eben noch ein bisschen durchexekutieren. Ich glaube, wir schaffen keine 2. Runde mehr, so wie es aussieht tatsächlich. Wie es aussieht, ist nach der Runde schon Schluss. Wir könnten noch eine weitere machen. Aber ich weiß nicht, es ist warm. Und die lachen alle immer so bescheuert. Warum lachen die so bescheuert? Wir müssen darüber. Ich laufe voll falsch. Was hat der denn hier für so Sachen? Nur den Abendstern. Aber wenn er damit trifft, dann schmerzt das wohl offensichtlich. Leute, entspannt euch mal und schreckt nicht so rum. Lass uns mal das holen, den Objekt, damit rechnen die nicht. Crystal, wo geht ihr denn hin, Rammstein? Also, welcher Ort? Die Hannover oder wo eiern die rum? Yo!
Alter, ich schaff's wieder nicht. Ihr kriegt's wieder nicht gebacken, Leute. Hannover, siehst du? Hab ich mir doch fast gedacht. Okay, Alter, ohne Spaß. Kann ich nochmal die Waffe, die Klasse wechseln? Das ist nicht so mein Ding. Wir gehen jetzt nochmal zurück zum Jägersmann. Das lief bis jetzt am besten. Freuen uns schon mega drauf, glaube ich, Bolo. Wer geht denn alles mit? Das klang unangenehm, Alter. All together! All together! Fabian, Mama, Papa und ich. Ey, krass. Eltern auch mit dabei. Respekt. Respekt. Jetzt wird hier mal erobert, Leute. Wir haben Damage gemacht. Oh, Assist geht raus, Leute. Hochkonzentriert. Oh Mann. Naja, ich muss mich hier eigentlich freuen. Wenn das Team jemand umbringt, ist das auch gut für uns. Okay, Leute. Oh! War nicht so schlau. Ja, größte Rammstein-Fans. Und das erste Mal kommt. Oh, das allererste Mal Konzert. Ich gehe dann erstmal wieder. Viel Spaß halt noch. Jo, wir gehen auch gleich noch 10 Minuten. Also ich denke, die Runde noch zu Ende, dann ist sie auch zu Ende. Robbie, ich freue mich, dass du da warst, ne? Wir sehen uns dann vermutlich vielleicht mit Glück Sonntag wieder. Ich denke mal, diesen Sonntag könnte es was werden, weil dieses Wochenende ist bis jetzt noch nichts angesagt, Alter. Außer meine Auffahrt machen. Hashtag Auffahrt, sage ich nur noch. Heute habe ich schon Rasenkanten-Dinger geschnitten. Das war schon mal schön. Das habe ich noch vor dem Stream gemacht, deswegen sind meine Finger auch so ein bisschen... War doch etwas widerlich. Ah, direkt in die Beine, Alter. Und noch einmal in den Kopf jetzt. Wie ich nicht treffe. Bewegt sie einfach zu viel. Bleibt mal ruhig auf der anderen Seite. Ihr müsst nicht zu mir kommen. Jo, jetzt stirb doch mal, Digga. Jetzt stirb doch, Fetti. Geht einfach nicht! Au. Ich werd dich jetzt boxen, Alter! Ich werd dich jetzt boxen mit meiner Faust! Mann, Alter! Oh. Auffahrt! Dann sehen wir uns Samstag. Bin bei deinen Nachbarn. Ja, ist doch geil! Könnt ihr gerne rumkommen? Bisschen mithelfen? Bisschen die Auffahrt machen, weißt du? Gerne. Gerne könnt ihr vorbei. Gebe euch auch ein Bier. Könnt ihr schön Auffahrt machen und dann wird es so enden, dass ich dann irgendwann zusehe, wie ihr die Auffahrt macht und euch einfach nur anfeuert. Kannst auch rumkommen. Bier trinken. Ja, nach der Auffahrt gerne. Gerne. Aber erst die Auffahrt. Die wartet schon wirklich zu lange. Das sieht schon nicht mehr gut aus. Das scheint der komische Wagen zu sein, den wir irgendwie aufhalten müssen. Ist auf jeden Fall eventuell Lahn wieder. Oh, Lord. Ja, da kann ich noch nichts sorgen. Ich glaube, meine bessere Hälfte wäre unerfreut. Wenn schon wieder was ist. Wir wollten mal ein chilliges Chill-Wochenende machen, weil wir in letzter Zeit jedes Wochenende Programm haben. Faust, Digga, die Faust. Ja! Comrado! Ja! Wir haben ihn weggepaustet, Mann. Einfach mit der Faust ins Gesicht. Unser Bogen ist weg. Jetzt gibt es das Hackemesser. Oh nein! Das war sehr unbefriedigend. Was wollt ihr denn zocken? LAN-mäßig? Gibt es schon irgendwelche Vorstellungen? Ja!
Yo, wir haben King Ding Dong getötet. Ihr erinnert euch noch, King Ding Dong hat uns mal getötet. Wir haben uns jetzt gerecht. Ja, das habe ich auch gedacht. Als ich King Ding Dong mit einem Pfeil im Rücken... Ah! Oh, ich muss weg, das war zu witzig. Sieg, Sieg. Okay, Leute, wir haben gesiegt. Wir haben fucking gesiegt und ich finde, das ist ein guter Abschluss. Das ist ein guter. Können wir mal noch einmal, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, wir haben noch 5 Minuten, lass uns einmal noch Battle Royale machen, komm. Geil, das war nice. Eventuell LAN wieder, schauen wir mal. Battlefield 5, vielleicht Ark oder so, mal schauen. Vor allem, wie knapp der Sieg war. Ohne Spaß, ich habe richtig geregelt. Ohne mich hätten die nicht gewonnen. Ohne Spaß. Sehr geil. Komm, wir machen so lange Battle Royale, bis wir die Zeit erreicht haben. Das kann schnell gehen. Kann lange dauern. Das war sehr gut. Das war sehr, sehr gut. Das hat jetzt nochmal wirklich... Das war schön. Bacon has joined the server. Grüße gehen raus an Bacon. Komme ich direkt Appetit. Das macht ihr sehr schön. Ich würde auch gerne mit der Faust... Darf ich nicht? Wieso darf ich nicht? Ich darf offensichtlich nicht mitboxen. Das ist etwas schade. Oh, du wurdest vom Server gekickt. Grund? Timed out while waiting for the Steam Inventory. Cool. Das freut mich. Man muss auch nochmal vom Server gekickt werden. Wieso nicht? Alter Falter. So, dürfen wir jetzt? Ich sehe schon, wir dürfen nur noch Gegenden angucken. Hui! Gleiten wir durch die Gegend. Durchs Level gleiten. Schon hübsch aus, ne? Die Textur ist auch. Und wieder raus. Ja, so wie es aussieht, darf ich nicht mehr. Komm schon, Leute. Ich will jetzt noch eine Runde daddeln. Kann doch jetzt nicht sein. Das ist jetzt doch hier nochmal Stress. Steam ist überlastet mit dem Summer Sale. Keine Zeit, hier mein Inventar zu laden. Dauert schon wieder zu lange. Meine Güte. Mortau, du hast einen guten Eindruck gemacht und jetzt am Ende musst du mich einmal nochmal mit diesem Gedönserei jetzt hier nochmal so in Feierabend schicken. Das ist bedauerlich. Sehr, sehr... Ja, tritt ihn, Alter, tritt ihn ins Gesicht, Mann. Ja! Alles klar, Leute, wird nichts mehr. Ist leider vorbei. Wir können nicht mehr daddeln, weil mein Inventar nicht mehr geladen wird. So ein bisschen durch die Gegend gleiten ist auch mal schön. Man muss sich auch mal ein bisschen die Gegend angucken, ne? Ist ja so. Cool, dann machen wir heute leider 3 Minuten verfrüht Schluss. Aber ich glaube, eine ganze Schlacht ist mir jetzt echt nochmal zu lang. Reicht aber auch. Einblick haben wir gewonnen. Ist ein ganz cooles Game an sich, wenn man Bock drauf hat. Wie Rob auch selber schon gesagt hat, wenn man jetzt zum Beispiel Battlefield gewohnt ist oder sowas wie zum das andere For Honor oder so, dann merkt man schon, die Charaktere spielen sich wirklich ein bisschen weniger agil. Aber gut, man ist halt auch ein fetter Ritter, ne? Also insofern, die gehen hier wohl mehr ein bisschen den Realismusweg. Das Kampfsystem ist eigentlich ganz cool. Nicht so schlimm wie bei Kingdom Come Deliverance, das habe ich ja nie verstanden. Also man muss hier halt mit ein bisschen Übung rein, man muss sich mal ein bisschen konzentrieren und dann wirklich ein bisschen üben, sich mal eine Klasse aussuchen und damit arbeiten. Dann ist das, glaube ich, auch ganz cool. Also wer Lust drauf hat und so, kann sich das definitiv mal reinziehen. Soll wohl momentan ein bisschen Cheater-Problem geben, also auf den Steam-Bewertungen war sehr viel rot und kürzlich, dass es am Anfang wohl relativ geil war und jetzt mit Patch zu Patch wird es immer kackiger. Aber ich sag mal so, ich hatte bis jetzt Spaß und bis auf jetzt am Ende hatten wir ja auch keine Bugs oder so, also eigentlich alles in Ordnung. Ja. Aber ein bisschen bei der Auffahrt bei, das kann ich dir noch gar nicht sagen. Ich werde Samstag aufstehen, dann werde ich Let's Plays aufnehmen, dann werden wir frühstücken und nach dem Frühstück lege ich los. Also ich denke mal so 14 Uhr oder so. Ja, Nudi, dann machen wir jetzt erstmal einen Break. Ich bedanke mich für alle, die dabei waren. War mal wieder ein Vergnügen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte wie immer Spaß. Und ja, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns vermutlich am Sonntag wieder. Ich kündige rechtzeitig wieder an.
will es mir noch nicht versprechen, aber ich denke, Sonntag wird mal wieder was. Weiß noch nicht, ob es Dark Souls wird. Ich bin ein bisschen raus, muss ich sagen. Vielleicht machen wir auch wieder random irgendwas wegen Steam Summer Sale, dass wir uns wieder was aussuchen, was momentan in der Aktion ist. Und dann zocke ich einfach das. Gucken wir mal. Ja, ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Abend. Kommt gut in Donnerstag rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Blaufuchs.